Oh nett, Schlafräume direkt neben der Folterbank. Wer hat sich das Konzept denn überlegt? Wahrscheinlich ein Ingenieur, der jetzt hier irgendwie als Untoter rumspukt. Jetzt wird die Musik merkwürdig. Ein Jagdball. Ein Stachelgürtel, schade, wir sind nicht stark genug. Hier kommen wir nicht durch, doch. Also hier waren wir jetzt schon in dem Raum. Wer hat denn hier den Schrank offen stehen lassen? So eine Unordnung hier. Okay, eigentlich habe ich gedacht, wird die Musik noch schlimmer. Na gut. Vielleicht liegt es daran, wenn man sich das hier irgendwie dann eine Stunde am Stück anhört. Und dann auch noch so sich über so Gameplay-Macken ärgert, wie zum Beispiel, dass man hier halt keine Möglichkeit des Teleportierens hat. Und dann haben sich die Charaktere bei mir noch unglaublich langsam bewegt an einigen Stellen hier im Schlachtfeld. Das weiß ich noch. Und quasi in Zeitlupe zugeschlagen. Das war dann natürlich irgendeine Art von Negativkonditionierung für diese Musik. Und man muss sich halt konzentrieren, in welchen Räumen man schon überall war. Das ist jetzt natürlich praktisch, dass es mit der Karte aufgedeckt wird, aber ich finde es ziemlich verwirrend. Und Ares ist überladen. So, das heißt, wir beschwören uns jetzt mal unser Skelett und geben dem mal Dinge. Wo ist es denn? Dort. Und du kannst ja auch noch Dinge dann an den Todesritter geben, lieber Ares. So, den Stachelgürtel zum Beispiel. Wir legen das jetzt mal alles ab. Ah, die Lederlumpen wollte ich noch verkaufen. Na. Und dann kann unser Freund das Skelett das alles schön einsammeln. Ich hoffe, das ist dann nicht gleich überladen. So, mein liebes Skelett, sammel das mal alles auf. So, sehr schön. Das heißt, du kannst rein theoretisch noch mehr einsammeln. Warum will ich ja immer übergeben machen? So. Das kann ja auch noch keine einsammeln. Jetzt ist das Skelett überladen. Ja gut, aber mit dir will ich ja sowieso nicht weite Wegstrecken zurücklegen. Deswegen ist es nicht so schlimm. So, aber mehr geben wir dir nicht. Okay. Achso, aber wir werden hier jemand anderen mal wieder an die Spitze nehmen. Viel Zeug. Also hier wird man echt reich. Flasche, okay. Ich bin mir auch gerade nicht sicher, ob man überhaupt hier im ersten... Es gibt Bücher. Ach nee, nur ein Bücherstapel. Wenn hier überhaupt im ersten Schlachtfeld schon Quests lösen konnte. Ob hier schon welche von diesen Bossgegnern sind. Nein, das werden wir herausfinden. Achso. Oh Gott, habe ich mich erschreckt. Ich glaube, wir sind an der südlichen Kante des Dungeons. Ja, ansonsten könnt ihr dann natürlich auch gerne sagen, wenn ihr keinen so großen Bock habt, das Schlachtfeld zu sehen, weil es ist halt wirklich zum größten Teil sehr, sehr unspannend und unspektakulär. Aber wenn euch das... wenn euch das egal ist, dann... Moment mal, Ares ist doch bestimmt gleich wieder überladen. Dann mache ich natürlich einfach onscreen weiter. Wie ihr das halt haben möchtet. Ich versuche dann natürlich schon so, wenn dann die Questerledigung kommt und so, und wenn dann irgendwelche Bossgegner kommen,
Das nehme ich dann natürlich wieder mit auf. Weil hier halt rumlaufen. Und Bücher lesen würde ich aufnehmen. Okay. Und ich werde dann jetzt ab dem nächsten Mal natürlich auch wieder das Handeln rausschneiden. Das ist natürlich auch nicht so spannend. Zumal mir ja sowieso dann immer onscreen, wenn ich dann versuche, mich zu beeilen, die Hälfte entgeht. Die Macht des Hellsehens. Die Fähigkeit, Dinge wahrzunehmen, die den normalen fünf Sinnen verborgen sind. Aufstrebender Magier oder erfahrener Lehrmeister? Mit diesem Buch kann jeder lernen, wie man das Unvorstellbare verwirklicht. Entdeckt, wo sich die über die Ebenen verteilten uralten Artefakte befinden. Oder noch besser, findet heraus, wohin euer Mentor während dieser wichtigen magischen Treffen wirklich geht. Ja, das ist natürlich die eigentliche Frage. So eine Flasche braucht man nicht. Gold, das braucht man natürlich immer. Ich habe jetzt aber keine Lust, da oben lang zu laufen. Ich will hier unten erstmal lang laufen, sonst bin ich doch total verwirrt. Ja, ist ja gut. Aufgestelltes Skelett. Du bist ein aufgestelltes Skelett, kein hinterherlaufendes Skelett. Also benimm dich gefälligst deines Namens entsprechend. So. Noch eins. Ah ja, jetzt sind wir wieder hier. Okay. Dann komm halt hier. Aber komm wenigstens. Aber es ist echt gut, dass die ganzen Bogenschützen wirklich Pfeile hinterlassen. Also, ich finde es ja immer anstrengend, wenn man als Bogenschütze selber Pfeile sammeln muss. Allerdings finde ich eben das Konzept, dass es auch Elementarpfeile gibt, wiederum sehr interessant. Das macht das dann wieder spannend und erhöht so ein bisschen wieder den Sammeltrieb, sage ich jetzt mal. So, ein großer Raum mit Fässern. Spannend wie eh und je, aber wir finden so viele Tränke. Es ist so gut, es ist so unglaublich gut. Wir hätten gar nicht so viel kaufen müssen. 10 große und 18 kleine haben wir schon. Na gut, brauche nur noch mal irgendwie so ein Gespann aus 2 oder 3 Steingargoyles zu kommen. Oh, eine Lederkappe. Und schon... Wow. Und schon sind die Tränke wieder weg, wollte ich sagen. So, jetzt laufen wir hier oben lang, liebe Skelette. Jetzt hättet ihr uns angreifen können. Aber nein. Schon wieder nur ein Bücherstapel. Es dauert ja hier ewig mit der Erfahrung. 155.000. Oh Mann. Ist noch eine Weile bis 168.000. Ist die Frage, ob wir das hier überhaupt in diesem Dungeon schaffen, bei dem ganzen Kleinkram, der hier rumläuft. Ja, verborgene Sachen gibt es ja eigentlich in der Regel nicht. Habe ich zumindest nichts darüber irgendwo mal gefunden. Ja. Okay, eine leere Truhe. Spektakulär. Aber wir kriegen auch so schön viel Gold. Ich meine, wie viel haben wir jetzt schon wieder? Oh, nur 1800? Ich dachte, wir hätten mehr. Achso, Ares hat eine ganze Menge eingesammelt. So haben wir insgesamt 2800. Huch, wer bist du denn? Ein schleichendes Skelett offensichtlich. Ares, schießt du überhaupt? Eigentlich können wir auch, um Pfeile zu sparen, Ares mal das Kurzschwert oder so in die Hand drücken, falls ich es ihm nicht weggenommen habe. Nee? Okay. Weil die Gegner sind hier so einfach, dass wir das hier nicht irgendwie verteilen müssen. Oh, und die Armbrust wäre sowieso bald wieder abgenutzt gewesen. Unglaublich, wie schnell die abnutzen. Das ist wahrscheinlich dieser Abnutzungsfaktor. Ich habe mich schon immer gefragt, was der Unterschied zwischen der Haltbarkeit und der Abnutzung ist. Wahrscheinlich spricht er eine hohe Abnutzung dafür, dass er eben ziemlich schnell kaputt geht.
Das würde Sinn ergeben. So, gibt es hier noch irgendwas? Nee, wir sind hier vorhin durchgekommen, glaube ich. Ach so. Und noch was? Ein aufgestelltes Skelett. Sammelt jetzt Ares schon wieder ein? Ja, offensichtlich. Das wollte ich so eigentlich gar nicht. Und ich habe das Gefühl, ich habe schon wieder hier irgendwo was vergessen, wo ich eigentlich noch lang wollte. Ach so, ja, hier. Aber da kommen wir ja sicherlich noch lang. Ja, der ist ganz schön groß, dieser Dungeon. Oh, okay. Interessant. Ein weiteres Buch. Und er ist nicht besonders einfallsreich gestaltet. Na, ich will das Buch lesen, nicht den Holzstuhl studieren. Dann nimm halt den Stuhl weg. So. Tagebuch Schwarzer Ring. Oh. Die Seite vor dir scheint aus dem Tagebuch eines Mitglieds des Schwarzen Rings zu stammen. Jetzt bin ich mal gespannt, von welchem. Meine Handlungen mögen verräterisch erscheinen, aber in diesen schwierigen Zeiten muss man an seine eigenen Bedürfnisse denken. Man bezahlt mich gut für meine Kenntnisse über die Pläne des Schwarzen Rings, und da ich eine hohe Stellung innehabe, weiß ich vieles, was von Interesse für unsere Feinde ist. Ich hoffe nur, dass der General nicht zu sehr Verdacht schöpft. Und wenn er das doch tun sollte, werde ich dafür sorgen, dass sein Blick auf einen meiner Kameraden nicht auf mich fällt. Schade, wir erfahren es gar nicht. Es wäre mal spannend gewesen, ob es einer gewesen wäre, den wir getötet haben in die Wine Divinity. Aber war das, oder, also hat er jetzt für den Schwarzen Ring spioniert? Oder hat er gegen den Schwarzen Ring, also den Schwarzen Ring quasi infiltriert? Das habe ich jetzt so nicht ganz... Ja, Ares, mach die Tür zu. Oh, da ist ja ein Skelett. Ah, wollen wir nicht unter vier Augen miteinander reden? Ja, es geht noch tiefer. Und es sieht unten genauso aus. Ja, ich meine, warum soll ich euch das jetzt... Soll ich euch die Überraschung lassen? Es ist nicht wirklich weltbewegend. Oh nein, Ares ist schon wieder überladen. So. Ja, ich würde sagen, dann mache ich jetzt so lange, bis der Todesritter jetzt auch noch überladen ist. Und dann mache ich Schluss. Das heißt, wahrscheinlich schaffen wir jetzt hier das erste Schlachtfeld nicht mehr komplett. Aber ehrlich gesagt, es hätte mich auch gewundert, wenn wir es geschafft hätten, weil es ist halt, wie gesagt, nicht ganz klein. Aber es ist auf jeden Fall ein Powerschub, den wir uns verdient haben, also gerade was das Inventar aufstocken betrifft. Huch, wo ist denn der rote Punkt? Ja, wo ist er denn? Tasse, toll. Gold. Da ist auch nichts drin. Da vielleicht. Nee. Ach, da ist schon wieder einer in der Mauer drin. Was macht der denn da? Ja, nicht hier grunzen oder knurren, nur weil du getroffen wirst. Okay, braucht man nicht. Ein weiteres Buch. Wieder ist der Stuhl im Weg. So, Tagebuch Schwarzer Ring. Es ist das gleiche Buch. Okay. Oh mein Gott, wir haben uns verlaufen. Es ist das gleiche Buch. Warum? Ich habe doch nicht gesagt, dass du die Armbrust anlegen sollst, Kumpel. Meine Güte, Todesritter, ey. Mach nie das, was man ihnen sagt. Nie. Oh, eine Truhe. Oh, eine Armbrust, für die ich identifizieren brauche. Ja, sehr schön.
Ich werde zu Beginn der nächsten Aufnahme so reich sein. Schnur. Aha. Dafür brauchst du identifizieren, um eine Schnur zu identifizieren. Was bitte ist das? Das ist eine Mauer. Mitten im Nichts. Hat jemand vergessen, die die Textur wegzuräumen? Und er hatte eine Bierflasche dort dahinter versteckt. Okay, was haben wir denn hier noch? Es geht weiter nach Norden und es ist wahrscheinlich wieder das Tagebuch des Schwarzen Rings. Bestimmt. Nein! Notizen zur Wiederbelebung 1 von Magier Mardok. Bei den Angriffen der Dämonen in letzter Zeit sind die Leichen der Ranar auf derart verstümmelt worden, dass nicht einmal unsere mächtigsten Wiederauferstehungszauber geholfen haben. Deswegen bin ich auf der Suche nach einer Möglichkeit, unsere gefallenen Kameraden wiederzubeleben. Ich konnte Körperteile einiger toter Ranar sammeln, die einer meiner Imps zusammengeflickt hat, sodass sie eine komplette Leiche ergeben. Leider lassen seine Nähkünste sehr zu wünschen übrig. Auch wenn ich diesen Fleischklumpen wiederbeleben könnte, fürchte ich, dass sein Aussehen sogar den unempfindlichsten Magen reizen würde. Okay. Klingt ja lecker.